Wie auf Facebook schon angekündigt, es gibt was Kontroverses, was vor 3 oder 4 Monaten mal groß war. Und ich habe mir gedacht, mittlerweile kann auch ich mal dazu meine Meinung kundtun. Es geht um Mimimi, aber das erkennt ihr ja bestimmt schon im Titel. Also ja, Mimimi ist so ein Musikvideo im Anime-Style. Wir haben Musik und das Ganze mit Animationen unterlegt. Die Musik ist so ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Der zweite Teil, den fand ich relativ cool gemacht. Auch in Einklang zwischen Animation und Musik. Die Animationen sind halt so eine Sache für sich. Da ist sehr viel expliziter Content dabei und ich kann auch absolut verstehen, dass Außenstehende, die sich dieses Ding anschauen, wirklich What the fucking hell denken, weil man das einfach nicht reilt. Es ist einfach so. Ich habe das beim ersten Mal auch nicht ganz kapiert, worum das jetzt wirklich gehen soll, aber ich denke, nach 2, 3 Mal gucken kann man schon so ein bisschen was rausziehen, was man sich dabei denkt. Aber nochmal zu den Animationen. Die Animationen sind an sich wirklich toll und hätte ich jetzt nur dieses Thumbnail-Bild gesehen, hätte ich gesagt, das könnte irgendwie aus Nisekoi sein. Also rein vom Animationscharakterstil finde ich das eigentlich sehr, 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 sehr scharfnah, weil es sehr, sehr künstlerisch zum Teil auch gehalten ist. Was ich ganz cool finde, also die Animationen in Mimimi sind wirklich, wirklich, wirklich interessant und gut gemacht. Also wirklich großes Lob an diejenigen, die das gemacht haben. Für so ein kurzes Video so einen Aufwand zu treiben, ist absolut top. Und um es jetzt mal so zu sagen, der explizite Content ist halt das, was viele Leute auch abschreckt und denken dann, oh mein Gott, was ist das denn wieder mal so typisch für Anime und Manga und ja. Wenn man sich zum Beispiel auch das YouTuber React to MeMeMe anschaut, ist es auch so, dass die meisten einfach total angewidert sind im Prinzip von diesem Ding. Und so fordern dieses Hentai, Anime, Manga, Tentakel-Klischee denken und das ist halt, ja, relativ typisch. Der Einzige, der es wirklich gereilt hat, was worum es da geht, ist im Prinzip der Mike Markiplier gewesen und dem hat es auch gefallen. Und ich persönlich muss sagen, mir hat es einerseits gefallen, andererseits eher nicht so, aber das Ganze liegt halt mehr so an der Message und die ist halt im Prinzip so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es im ganzen Musikvideo halt diese zwei Freundinnen von ihm gibt, sage ich mal. Die eine ist gut, die andere ist böse und wenn mich nicht alles täuscht, soll die eine sein echtes Leben darstellen und die andere das Otaku virtuelle 2D-Leben. Also im Prinzip 2D gegen 3D, so ein bisschen dieser Clash. Und das haben sie halt insofern gelöst, dass er wirklich versucht, dagegen anzukämpfen und sie, also seine liebe Freundin, auch versucht, ihm zu helfen und ihn zu unterstützen in jeglicher Form, aber es schafft sie nicht und dann irgendwann nimmt diese Böse einfach überhand und er ist wirklich vollkommen auf sich allein gestellt und muss gegen das kämpfen. Versucht es, versucht es, versucht es, aber muss dann doch irgendwann aufgeben und schafft es einfach nicht. Und wie ich gelesen habe, soll das anscheinend irgendwie so dieses Aufeinandertreffen der Otaku-Kultur mit der echten Welt sein, dass man ziemlich eingenommen wird von diesem Virtuellen, dass man ziemlich süchtig werden kann, dass man da einfach abhängig ist von dem ganzen Zeug, dass man einfach keinen Einfluss mehr hat auf seine echte, richtige Welt, weil man so in diesem ganzen 2D-Kult mit drin ist. Und wenn das wirklich so ist, als Kritik an diese ganze Otaku-Kultur, ist das wirklich interessant gemacht. Da kann man absolut nichts sagen. Nur ich persönlich muss sagen, ich habe mir nicht ganz so das rausgenommen, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Das habe ich mir nur gelesen. Also mir kam es eher so vor, als wäre das halt seine echte Freundin und seine andere Freundin und er sich halt entschieden hat zwischen seiner 3D-Freundin, also seiner echten Freundin und diesem ganzen 2D-Zeug, also seinem ganzen Merchandise und was weiß ich denn. Und er in dem Fall einfach gesagt hat, hey, nein, ich bin jetzt einfach 2D und auch wenn ich meine Freundin liebe und alles, aber ich kann es einfach nicht. Ich bin ein 2D-Otaku oder sowas. Versteht ihr, wie ich das meine? Das war so das, was ich mir da rausgenommen habe. Aber es ist halt im Generellen wirklich diese Kritik zwischen echtem Leben und Otaku-Leben, das Aufeinandertreffen und wo dann zum Teil wirklich einige Leute auch in Japan, das gibt es ja bestimmt auch bei uns, einfach so davon abhängig sind, dass man einfach keine Ahnung mehr
davon hat, dass man so abhängig ist, dass das Leben einfach nicht mehr funktioniert. Und das ist halt auch gut. Also deswegen mag ich Mimimi. Also ich bin Fan von Mimimi, auch wenn dieser explizite Content mal wieder sagt, hey, nee, du, also das war vielleicht ein bisschen over the top, aber ich finde auch gerade dieses over the top ist so dieses Pünktchen, wo man sagen kann, hey, das ist richtige Kritik, weil man das durch Überbetonung einfach auch gut hinkriegt. Ihr könnt euch natürlich aus Mimi auch rausnehmen, was ihr wollt. Vielleicht hat das auch eine ganz andere Bedeutung. Ich weiß es ja nicht unbedingt. Ich habe da jetzt auch nicht bei offizieller Quelle irgendwo nachgeguckt. Vor allem auch, weil ich gar kein Japanisch kann. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu Mimi in die Kommentare posten. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Hat euch Mimi gefallen oder eher nicht? Und ich meine, hey, so ein bisschen Anime-Manga gucken und Merchandise ist ja absolut nichts Schlimmes, aber man sollte halt einfach nicht zu abhängig werden. Und das ist halt die Sache generell bei jedem Sache. Sei es ins Handy, sei es Internet, sei es ins Bücher lesen, sei es ins, weiß ich nicht, Sport gucken. Ich habe absolut keine Ahnung. Da kann man überall süchtig davon werden. Man kann überall abhängig davon werden. Scheißegal, ob es jetzt Anime-Manga ist. Das ist anscheinend in meinen Augen einfach generell eine gute Gesellschaftskritik. Man sollte nicht zu abhängig von einer Sache werden, denn dann ist man kaputt. Und man sollte immer auf sein Leben achten. Man sollte so eine gesunde Mischung, ein gesundes Verhältnis zwischen echt und fake sozusagen haben. Man sollte sozial bleiben, egal ob man jetzt Anime-Manga guckt. Oder wenn man jetzt auch ein normaler Serien-Geek-Nerd ist, ich habe absolut keine Ahnung, oder Videospiele feiert, man sollte immer sozial bleiben. Und das ist der Punkt von Mimimi. Und nehmt euch das mit nach Hause, nehmt euch das mit nach Hause, guckt euch das an und bleibt einfach ganz normal. Und dann ist alles gut und ihr seid eh nicht so. Nein, nein. Wie. Mein Gott, wir haben halt einfach ein bisschen Spaß mit unseren Videos und mit unserem Content, mit Anime, mit Manga und sofern das einfach so bleibt und da keine Sucht mit drin hängt, die einen zerstört von innen, hey, da ist doch kein Problem dabei. Und ich habe mich wieder total verquatscht, ich bin schon wieder bei 7 Minuten 40, oh mein Gott, das war wieder viel zu viel, aber wir sehen uns dann im nächsten Video und ja, ihr wisst schon. Wenn alles gut geht, wird es das Anime-Mock-Video. Wenn nicht, dann tut mir leid. Aber es kommt noch. Und wie immer gilt natürlich alles, wie gesagt, ist immer meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann macht doch ganz einfach mal eigene. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer City Loop. Kommentare bitte rein. Ciao. Ich schaue so blöd und ja. Egal. Ciao.